Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir über die sogenannte Bayerische Räterepublik des Jahres 1919. Wir werden uns anschauen, was diese Bayerische Räterepublik war, warum sie entstand, wie sie entstand und was am Ende dabei so rauskommen sollte. Los geht's! Im Oktober 1918 stand die Niederlage für das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg kurz bevor. Eine Niederlage war so gut wie unausweichlich geworden und je unausweichlicher diese Niederlage wurde, desto stärker ließen sich offenbar die deutschen Militärs auf verschiedene halsbrecherische Manöver ein. Man wollte hier quasi die eigene Ehre sozusagen aufrechterhalten, indem man jetzt versuchte, nochmal entscheidende Gegenschläge gegen den Gegner zu bringen, auch wenn das den eigenen Untergang bedeuten sollte. Und so hatte sich die deutsche Kriegsmarine im Oktober 1918 dazu entschlossen, noch einmal auszulaufen gegen die britische Marine und hier in einer letzten großen Seeschlacht die eigene Ehre aufrechtzuerhalten, auch wenn das die Vernichtung der eigenen Flotte zur Folge haben sollte. Doch die Matrosen, die man dazu eben vorgesehen hatte, waren im Oktober 1918 in dieser Kriegsmüdigkeit, die man dort schon hatte, längst nicht mehr bereit, sich auf ein solch halsbrecherisches Manöver, ein Suizidunternehmen sozusagen, einzulassen. Und so begannen diese Matrosen im Oktober 1918 gegen ihre Offiziere zu rebellieren. Das führte dazu, dass nun ausgehend von Wilhelmshaven, wo sich jetzt verschiedene Arbeiter- und Soldatenräte bilden sollte, eine Revolution in Gang gesetzt wurde, die innerhalb weniger Tage auch Berlin erreichen sollte und schlussendlich in die bekannte Novemberrevolution des Jahres 1918 führen sollte. Am Ende dieser Revolution wurde bekanntlich in Berlin dann das Kaisertum in Deutschland abgeschafft. Der deutsche Kaiser sollte ins Exil gehen und es sollte ein neues staatliches System entstehen, die sogenannte Weimarer Republik, also ein parlamentarisch-demokratisches System. Doch die Revolution, die jetzt von Wilhelmshaven aus losgehen sollte mit diesen Matrosenaufständen, sollte natürlich verschiedene Teile der Republik jeweils anders erreichen. Und ein wichtiger Teil, der im Jahr 1918 jetzt natürlich auch erreicht wurde von dieser Protestwelle, war Bayern gewesen und dort natürlich vor allem die Stadt München als Zentrum. In Bayern bzw. in München war die Kriegsmüdigkeit nicht weniger ausgeprägt gewesen im Jahr 1918 als in vielen anderen Teilen Deutschlands. Und so kam es nun dazu, dass im November 1918, am 7. November 1918, eine Protestwelle in München losgetreten werden sollte. Es versammelten sich zehntausende Menschen auf der Münchner Theresienwiese mit dem Ziel, jetzt hier eine Antikriegsdemonstration sozusagen abzuhalten, also eine Friedensdemonstration abzuhalten. Man wollte nämlich diesen Krieg, der jetzt ja ohnehin aussichtslos geworden war, schnellstmöglich beenden. Doch dieser Protest ging weit über einen normalen Protest, unter den wir eben heute verstehen würden, hinaus. Denn am Ende dieses Protests wurde tatsächlich auf Betreiben des USPD-Politikers Kurt Eisner ein neues staatliches System in Bayern ausgerufen, nämlich der Freistaat Bayern. Infolge entschied sich der bayerische König Ludwig III. Zur Flucht nach Österreich und damit floh er noch früher aus dem Land als der deutsche Kaiser Wilhelm II., der dann wenige Tage später folgen sollte. Am Tag darauf, also am 8. November 1918, bildete sich dann in München mit dem Nationalrat ein vorübergehendes Parlament. Also man hatte hier ein provisorisches Parlament sozusagen aufgestellt, wo jetzt eben die Zukunft Bayerns bestimmt werden sollte. Der erste Ministerpräsident, der nun sein Amt in dem neuen bayerischen Freistaat annehmen sollte, war der besagte Kurt Eisner. Doch nach der anfänglichen Begeisterung, die mit der Ausrufung des bayerischen Freistaats einherging, hatte man auch relativ schnell mit Problemen zu kämpfen, denn es sollte sich schnell zeigen, dass es in Bayern sehr unterschiedliche Gruppen gab, die sehr unterschiedliche Interessen verfolgten. Man hatte auf der einen Seite eine größere Gruppe, die einem parlamentarisch-demokratischen System zugeneigt war, und auf der anderen Seite hatte man die Anhänger eines Rätesystems. Hinzu kamen natürlich auch verstärkt rechte Kräfte, also nationalistische Kräfte, die eigentlich viel eher ein Interesse daran hatten, die Uhr wieder zurückzudrehen und ein eher autoritäres Staatssystem einzurichten. Insofern hatte man hier mindestens drei verschiedene Gruppen, die jetzt darum rangen, wie der Staat Bayern in Zukunft aussehen sollte. Bei den bayerischen Landtagswahlen im Januar 1919 sollte der besagte Kurt Eisner eine regelrechte Wahlschlappe kassieren. Denn hier stellte sich heraus, dass die USPD
SPD, die ja eigentlich die Regierungspartei gewesen war, ist jetzt auf nicht mehr als 3% schafft. Das war im Grunde ein Witz, gerade gemessen an anderen Parteien, die hier mitmischten, wie der stärkeren MSPD, also der größeren der zwei SPD-Parteien auf der einen Seite und bürgerliche Parteien auf der anderen Seite, die hier eindeutig jetzt die Mehrheit gewinnen sollten. Und so sollte es schlussendlich dazu kommen, dass die MSPD, wie gesagt die größere SPD-Partei, jetzt zu der Möglichkeit kam, selbst einen Ministerpräsidenten in Bayern aufzustellen. Bevor allerdings eine geregelte Übergabe der Regierungsgeschäfte erfolgen konnte, fiel Kurt Eisner im Februar 1919 einem Attentat zum Opfer. In den Wirren dieser Vorgänge übernahmen dann kurzfristig in München die Räte die Macht. Allerdings hatte man sich bereits darauf eingerichtet, dass Ende Februar in einer gemeinsamen Sitzung über das Schicksal Münchens und Bayerns entschieden werden sollte. Man wollte sich also hier zusammensetzen und gemeinsam über die Zukunft des neuen Staates diskutieren. Doch anders als die Anhänger einer Räterepublik sich das wohl gedacht hatten, sollte sich tatsächlich Ende Februar eine Mehrheit finden für ein parlamentarisch-demokratisches System. Und daher sollte es tatsächlich zunächst einmal zur Etablierung eines parlamentarisch-demokratischen Systems kommen, unter der Führung der größeren SPD, also der MSPD, und der neue Ministerpräsident sollte der MSPD-Politiker Johannes Hoffmann werden. Man hatte also in Bayern nun eine gewählte Regierung. Doch das änderte nichts daran, dass bereits Ende März die Kräfte, die der Räteidee anhingen, in Bayern wieder an Aufwind gewinnen sollten. Und dadurch wurde mehr und mehr die Regierung von Hoffmann in Frage gestellt. Das führte am 7. April 1919 dazu, dass die amtierende Regierung unter Johannes Hoffmann offiziell abgesetzt wurde durch die Anhänger der Räterepubliksidee und damit sollte ein neues System eingeführt werden. Aus dem zuvor ausgerufenen Freistaat Bayern wurde nun die Bayerische Räterepublik, die man häufig heute auch als Münchner Räterepublik bezeichnet, weil ihr Zentrum in München war. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Idee der Räterepublik auf München begrenzt war, sondern tatsächlich sollten auch andere bayerische Städte dieser Idee der Räterepublik nachfolgen. Allerdings sollten sich diese Räte-Modelle in den wenigsten Städten langfristig halten können. Die offiziell gewählte bayerische Regierung unter Hoffmann hatte nun keine Wahl, als nach Bamberg zu fliehen und sich dort quasi neu aufzustellen, um dann in absehbarer Zeit eine Rückeroberung Münchens zu starten. In den ersten Tagen der neuen Räterepublik gaben vor allem die intellektuellen Kräfte der Gesellschaft den Ton an. Man versuchte vor allem Reformen durchzuführen, darunter auch verschiedene Verstaatlichungsmaßnahmen, doch insgesamt sollten die Reformen nur sehr schleppend eben vorankommen, denn zum einen hatte die neue erste Räterepublik, die jetzt entstanden war, nur wenige Tage Existenzzeit, wie wir gleich sehen werden, und zum anderen hatte man auch nicht die personellen Ressourcen, um Reformen wirklich umzusetzen. Hinzu kamen auch noch andere Begleiterscheinungen, wie eine massive Nahrungsmittelknappheit, die jetzt München nach und nach einholen sollte. Am 13. April 1919 scheiterte ein erster Rückeroberungsversuch Münchens durch die offizielle bayerische Landesregierung. Die Folge war allerdings auch, dass die erste Räterepublik, die ja seit dem 7. April bestanden hatte, also im Grunde erst seit wenigen Tagen, jetzt schon zusammenbrechen sollte. Und die zuvorige Führung sollte nun ersetzt werden und die neuen Machthaber, die jetzt die zweite bayerische Räterepublik, wenn man so möchte, begründen sollten, waren im Grunde schon viel stärker an das kommunistische System angelehnt, was man von den russischen Bolschewiki kannte. Das bedeutet, man plante eine Diktatur des Proletariats, wie man das nannte, einzuführen. Ebenfalls in Anlehnung an die russischen Bolschewiki stellte man eine eigene Armee auf, eine Rote Armee, die jetzt nun München und überhaupt diese Münchner Räterepublik oder auch Bayerische Räterepublik schützen sollte. Und das war auch dringend notwendig, wie die kommenden Tage zeigen sollten. Denn mittlerweile hatte Johannes Hoffmann in Bamberg Anfragen an die Reichsregierung in Berlin gestellt und hier um Unterstützung gebeten, um München zurückerobern zu können. Das führte dazu, dass nun im April verschiedene Truppen der Reichswehr und verschiedene Freikorps um München zusammengezogen wurden und schließlich am 1. Mai 1919 mit der Rückeroberung der Stadt beginnen sollten. Die jetzt nun beginnenden Straßenschlachten wurden auf beiden Seiten mit brutaler Härte umgesetzt und führten schlussendlich zu über 600 Toten im Laufe der Gefechte. Am Ende dieser Entwicklung brach die Bayerische Räterepublik in München zusammen. Infolge wurde München, das ja jetzt seit dem Ende des Ersten Weltkriegs zunächst einmal ein linker Hotspot sozusagen gewesen war, im Laufe der Jahre nun zu einem rechten Hotspot, nämlich einem Lager für nationalistische Kräfte, wo zahlreiche antidemokratische Parteien eine neue Heimat finden sollten, darunter auch die NSDAP
von Adolf Hitler. So viel erstmal bis hierhin. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!